Kann ich mit der rumlaufen? Bei Prada auch nicht so. Ja, unbedingt. Prada, jetzt komm aussteigen. Da ist ein Killer vor meinem Garten. Auf jeden Fall, ich habe mich verliebt in diese Hose. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade aufgewacht, es ist 10 vor 10. Viele haben sich mal wieder einen Vlog gewünscht und ich dachte mir, mache ich es heute einfach mal. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit Frühstücken. Dann gehe ich heute noch mit meiner Mutter shoppen. Und dann gehe ich raus, was hat 22 Grad. Also sollte es eigentlich haben. Ich kann noch mal kurz gucken. Ja. 18, 19 Grad, sowas. Und ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen runter. Drückt Glocke und abonniert mich. Los geht's. Leute, ich weiß nicht, was ich essen soll. Ich wollte eigentlich Müsli machen, aber wir haben nicht. Was ist da? Wir haben nur Haferflocken. Und das ist langweilig. Deswegen mache ich jetzt Pancakes, beziehungsweise normale Pfannkuchen, weil das geht wesentlich schneller. Müssen wir jetzt Rasen mähen? Ich verstehe es nicht. Hier ist Licht doof. Immer wenn ich irgendwas machen will oder filmen, irgendwas ist, entweder es fliegt ein Flugzeug draußen oder die Nachbarn müssen Rasen mähen. Ja, alles Mögliche. Auf jeden Fall, ich suche jetzt nach Pfannkuchenrezept. Heute zeige ich euch mein Pfannkuchenrezept. Okay, also sie nimmt zwei Eier. Wir setzen mal die Schüssel hier. Da ist Schale drin. Eigentlich finde ich Eier so an sich echt so ekelhaft. Aber ich esse auch nicht so Spiegelei oder so oder Rührei, weil das finde ich echt irgendwie nicht so lecker. Aber in Pancakes, ich kann nicht drauf verzichten. Leute, ich mache den Teig jetzt schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Teig ist jetzt fertig. Das ist halt ein Pancake-Teig jetzt. Soll ich ihn in der machen oder in der Form? In der hier. Ich mache jetzt einfach größere, dass es nicht so lange dauert, weil ich habe Hunger. Erst kommt ein bisschen Öl in die Pfanne. So Leute, meine Pancakes sind jetzt fertig. Wow, die sehen sehr schön aus. Ich werde jetzt auf jeden Fall essen. Sehen so lecker aus. So Leute, ich mache mich jetzt fertig. Ich habe schon aufgegessen. Ich bin so satt. Es waren, glaube ich, ein bisschen zu viele. Okay Leute, ich überlege gerade, ob ich meine Haare jetzt waschen soll oder nicht. Weil, warte mal, ich habe gerade so einen hässlichen Top gemacht. Warte. Leute, ich gehe jetzt noch duschen, weil meine Haare, ich mag das nicht. Ich fühle mich unwohl. Und yes. Ich suche mir jetzt aber schon ein Outfit raus, das ich dann anziehe, weil sonst brauche ich auf jeden Fall zu lange. Ich will halt, oh mein Gott, ich kriege meine Tür nicht mal mehr richtig auf. Ich will halt irgendwas, also irgendein cooles Top anziehen. Was ist mit diesen Strähnen hier? Irgendein Top. Aber ich habe halt keine gute Hose dazu. Obwohl. Okay, ich habe jetzt ein Outfit rausgesucht und jetzt gehe ich schnell duschen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil wir wollten ja wie gesagt um 11 fahren und es ist 49. Ja, okay, schaffen wir eh nicht, aber ich muss trotzdem beeilen. So Leute, ich habe meine Haare jetzt gekämmt. Also ich war schon duschen und alles. Und ich habe jetzt erst, dass ich die leichter durchkämmen kann, dieses Gliss-Core-Spray benutzt. Und jetzt benutze ich Haaröl. Und zwar das hier. Ich finde das richtig gut, Leute. Es bringt eure Haare so zum Glänzen. Ich benutze einfach so einen Pumpstoß? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Und dann mache ich es einfach so in meine Haare. Und Leute, ihr könnt das, das finde ich irgendwie so gut. Es ist zwar ein Öl und so, aber auch wenn ich das in meine trockenen Haare mache, sehen meine Haare dadurch nicht fettig aus, sondern gepflegt einfach. Und ja. Ich mache es auch hier vorne so ein bisschen in die Strähnen, aber da muss man aufpassen, weil sonst sehen die fettig aus. Also jetzt schminke ich mich, aber das mache ich im Schnelldurchlauf. Wir sind jetzt im Auto. Ich habe mir noch so eine Jacke mitgenommen und jetzt fahren wir los. Ich mache Musik an.
Also wir waren jetzt unterwegs und haben jetzt eine Hose gefunden. Ich zeige euch die später nochmal. Und jetzt sind wir noch beim Shopping Center. Das ist gar nicht so krass, wie es sich jetzt gerade anhört, nee. Gell? Aber wir können den Namen nicht sagen, sonst wisst ihr, wohnen und so. Ja, aber es gab nichts, gell? Nichts Richtiges. Es gab nichts Richtiges und die Sachen waren auch sehr teuer so. Und nicht schön. Bei Prada auch nicht so unbedingt. Ja, Prada, jetzt kommen aussteigen. Und ja, jetzt suchen wir noch nach einer Tasche, weil meine ist letztens kaputt gegangen und ja. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und wir gehen jetzt erstmal in mein Zimmer und ich zeige euch, was ich gekauft habe. Das sind nur zwei Sachen, aber relativ teuer gewesen und ja. So, ich stelle euch jetzt wieder hier hin, weil ich finde, hier ist eigentlich eine gute Perspektive. Und ich zeige jetzt das Highlight. Also eigentlich sind, ich mache mal meine Jacke zu, weil das Top rutscht die ganze Zeit. Es sind eigentlich zwei Highlights. Also sagen wir so. Das eine finde ich cooler, weil das andere ist halt mehr so basic so, aber ich finde beides super cool. Versteht man mich? Ich hoffe. Okay, ich zeige es euch. Und zwar diese Tasche hier. Das ist die hier. Da ist so ein Jordan drauf. Also dieses Jordan-Logo halt. Und keine Ahnung, ich finde die richtig cool. Ja, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Da ist ein paar Krümel drauf gerade. Ich zeige euch jetzt, wie die aussieht. Also innen, ich habe schon das rausgetan, als ich sie gekauft habe. Innen sind halt hier so einfach noch ein Reißverschluss. Und hier sind auch noch mehrere Fächer. Und man, keine Ahnung, man kann die halt noch länger machen. Ich finde es cool, dass die nicht so kurz ist, dass ich die nicht nur so tragen kann. Sondern wenn ich irgendwie auch so meine Hände oder so frei haben will, so klar, kann ich sie auch so tragen. So, sie sieht immer gut aus. You know? Ja, ich finde sie richtig cool. Und ich werde sie heute auch noch anziehen, wenn ich in die City gehe. Da sind Kinder vor meinem Garten. Bei meinem Hund. Ich würde gerne euch zeigen, aber das kann ich nicht machen. Und jetzt... Das hat so lange gedauert, gell? Wir hatten einen Gutschein und wir wollten ihn benutzen. Der ging bei dem Geschäft erst nicht, weil wir den erst aktivieren mussten. Vorne bei der, keine Ahnung, Information. Und dann, wir haben so viele Versuche gebraucht, jetzt ist unser Kassenzettel so lang. Weil da diese ganzen Versuche drauf sind. Ja, auf jeden Fall wegen einer Hose. Und zwar, ich finde es blöd, dass ich in letzter Zeit nur noch entweder so Trackpants oder Cargohosen kaufe. Oder halt trag. Deswegen habe ich mir eine Jeans wieder zugelegt, weil ich hatte keine mehr. Nur noch so eine Baggy Jeans. Das fühle ich nicht mehr so krass. Ich habe mir so eine Straight Gold. Oh, die sieht skinny aus. Die ist nicht skinny. So sieht die aus. Von, keine Ahnung, Levi's. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und Leute, ich ziehe die gleich an, wenn ich rausgehe. Und sie sitzt so gut. Leute, die macht so eine gute Figur. Alles sieht gut aus. Meine Beine sehen damit auch so lang aus, also normal lang aus, aber keine Ahnung, sie sitzt richtig gut. Und ja, wir machen uns jetzt erst fertig so, weil ich habe so geschwitzt, ich muss ein bisschen so Make-up refreshen. Mein Schminktisch, Leute, ist so unordentlich. Ihr könnt euch das nicht denken. Ihr könnt es eigentlich auch sehen, aber ich zeige es euch jetzt nicht. Ja, ich komme erstmal so ein bisschen zusammen. Auf jeden Fall, also ich hatte hier ein bisschen was dabei. Wir sind halt erst angekommen und es gab wirklich jetzt nicht so viel. Wir werden da auch nicht mehr hingehen, so. Es war so ein Village. Ja, keine Ahnung. Wir werden da auch nicht mehr hingehen, weil es war halt so Geschäfte, so, keine Ahnung, Armani, Prada, Gucci und natürlich können wir uns nichts leisten. Ja, aber es war an sich ganz schön, aber wir werden halt nicht mehr hingehen, weil es hat sich nicht so ganz gelohnt, finde ich. Ich mache jetzt meine Haare kurz weg. Ich muss die nur kurz so ein bisschen wegstecken. Ich benutze noch ein bisschen Puder, aber nicht so viel, weil eigentlich, Leute, mag ich Puder nicht so gerne, weil ich bin immer richtig hell dann unter meinen Augen. Ich benutze, glaube ich, auch ein bisschen zu viel meistens. Aber ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, man sieht, dass man sehr hell. Aber sonst, wäre ich da immer so, ich schwitze dann einfach richtig und das ist richtig unangenehm. Ja,
Übrigens, ich habe meine Bürste irgendwie verloren. Also, ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ich glaube unten oder so, aber ich bin zu faul, die zu holen. Ich kämme seit einer Woche meine Haare mit einem Kamm. Und das ist echt nicht so cool. Aber egal. Ich benutze jetzt immer diese hier. Warte, diese Rundbürste. Aber ich habe ein Trauma davon, weil ich habe die einmal, da war ich, wie alt war ich, keine Ahnung, 5 oder so. Ich habe da meine Haare so komplett rumgewickelt und danach... Ich habe meine Haare an mir unterfallen sehen. Okay, Leute, ich bin jetzt fertig und ich liebe die... Wo ist er? Diesen Labello hier, gell? Der ist so gut, weil der ist, hat so Glow. Keine Ahnung, im rechten Rauchhach. Da sieht aus, wie ich Lipgloss drauf. Und ich ziehe mich jetzt auf jeden Fall um. Das ist einfach so ein... Ich glaube, Tanktops sind das. Nein, Tanktops sind... Nee, keine Ahnung. So eins angezogen. So ein Top. Und ich muss euch zeigen, wie gut diese Hose sitzt. Also wartet. Guckt mal. Sieht man das? Oh mein Gott. Ich finde die so, so gut. Ich versuche mal, euch das besser zu zeigen. Hier, maybe. Seht ihr das? Leute, und sie ist so richtig bequem, weil die ist so, keine Ahnung, so ein bisschen stretchy. Auf jeden Fall, ich habe mich verliebt in diese Hose. Ich werde sie nicht mehr ausziehen, auf jeden Fall. Und ja, ich bin gerade überlegen, ob ich noch eine Jacke soll. Jetzt, Leute. Oh, wartet, ich ziehe noch meine Kette an. Werden wir meine Tasche packen. Für die Stadt. Oh, ich habe gerade Handcreme drauf. Wie soll ich die Kette jetzt anziehen? Oh, das ging gerade beim ersten Versuch. Ja, okay. Ich hole jetzt kurz meine Tasche und dann packen wir die. Ist das gute Stück? Okay, ich nehme mein Labello mit. Wo soll ich den tun? Hier, genau. Dann nehme ich ein Haargummi mit. Ich habe mir letztens so viele Haargummis gekauft. Wo seid ihr? Oh mein Gott, wo seid ihr? Ich nehme einmal den mit. Ich nehme immer mehrere mit, weil ich lasse die dann immer so in meiner Tasche. Dann nehme ich den mit. Was soll ich noch mitnehmen? Ich bin ein bisschen überfordert. Wo ist mein kleines Parfüm? Wo habe ich das hin? Oh mein Gott, wartet mal. Ich nehme jetzt so ein kleines Dings mit. Eigentlich habe ich diese kleine Parfümflasche gesucht, aber ich finde sie gerade nicht. Keine Ahnung, das riecht jetzt nicht so super gut, aber es riecht hinten wenigstens nach was. Und davor sprühe ich mich jetzt noch mit dem hier ein, weil die Kombi davon ist gut und ich hoffe, das hält. Ich mache es auch noch so auf meinen Top, weil ich finde, dann hält es immer länger. Und in meine Haare. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch mitnehmen soll. Ich nehme meine Handcreme mit. Ich nehme einfach so unnötige Sachen mit, die man immer so kann. Ja. Wow. Nein. Hä, was soll ich mitnehmen, Leute? Jetzt habe ich eine neue Tasche und ich weiß nicht, was ich reintun soll. Okay. Ich zeige euch, wie das aussieht. Soll ich die so anziehen eigentlich? Oder... Soll ich die nur so halb anziehen? Wartet. Jetzt einfach so an. Und ja, jetzt bin ich eigentlich fertig. So, ich überlege jetzt noch, ob ich eine Jacke oder so mitnehmen soll. Oh, mein Handy ist an. Aber, boah, ich weiß es gar nicht. Ist es warm? Ja, es ist warm, aber so warm. Also Leute, wir sind jetzt draußen. Das ist Alexandra und... ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Hause. Wir waren eigentlich von lang draußen 4 Stunden, glaube ich, oder? Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Die anderen sind gegangen und so. Und ich bin so müde. Ich habe mich jetzt noch mit Dings abgeschminkt. Cleanser. Und jetzt... Oh mein Gott, gehe ich in mein Bett. Und schau Netflix. Ich herze mit euch. Ich werde einschlafen. 100 pro. Leute, wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich bin gestern eingeschlafen. Wow, bei dem Film. Wir haben einfach 12 Uhr. Ich schlafe normalerweise bis 9 Uhr oder so. Wir haben 12 Uhr. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war mein Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, ich dachte eigentlich, es ist ganz cool, weil ihr euch immer fragt, was machst du eigentlich so am Tag? Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Adios, amigos.